Herzlich willkommen im EMTB News. Heute gibt es einen neuen Test von einem brandneuen Leit-EMTB. Es geht um das M1EN400SX. Das M1EN400SX, was hier vor mir steht, hat mal richtig Federweg, nämlich 170 mm an der Front, 160 mm am Heck. Einen Carbonrahmen, der eine ganz andere Formensprache spricht, als man es von M1 gewöhnt ist. M1 Sporttechnik, wer es nicht kennt. Die Firma wurde 1990 gegründet. 1994 der erste Meilenstein, nämlich das erste Mountainbike mit Carbon-Monocoque-Rahmen. Das Magma Red Hot war das damals. 2014 kam dann das M1 Spitzing. Ihr kennt das wahrscheinlich. Das war ein E-Mountainbike mit brachialem Motor, nämlich dem TQ120S-Motor mit 120 Newtonmeter maximales Drehmoment. Jetzt, fast 10 Jahre später, nämlich 2023, kommt ein Light-EMTB von M1, nämlich das M1 EN400SX. Vom Design her muss man sagen, ihr seht es schon, der Rahmen ist viel, viel, viel schmaler, viel schlanker, geradlinige Formen. Das Oberrohr geht super schön in das Sitzrohr über. Das Ganze wirkt sehr dynamisch und irgendwie nicht ganz so auffällig polarisierend wie die älteren Sachen von M1. Hier haben wir es deutlich mainstreamiger und ziemlich cool. M1 verzichtet trotzdem nicht auf die Öffnung vom Oberrohr. Man kann nämlich immer noch von oben auf den Dämpfer schauen. Vorteil des Ganzen oder Vorteil dieser Öffnung ist, dass der Dämpfer sich im Oberrohr ein bisschen verstecken kann und alles wird an der Stelle deutlich schlanker und noch dynamischer. Was haben wir hier sogar am Rad verbaut? Wir haben eine Mallet Wheels, DT Swiss Laufräder, H1900, wir haben Reverse Cockpit, wir haben den Bosch Performance SX Motor, Fox Transfer Stütze, Schwalbe Reifen, Fox Factory Fahrwerk, alles in allem sehr gut vorbereitet für die härtesten Enduro Tracks überhaupt, glaube ich. Wir werden das Ganze ausprobieren, dazu nehmen wir euch natürlich mit. Was haben wir noch? Wir haben eine Magura MT7 Bremse und wir haben Shimano XTR Schaltung. Kommen wir zum Motor. Beim Motor muss man sagen, hier das neue Aggregat von Bosch. Bosch Performance Line SX. Ein neuer, kleinerer Motor, wiegt 2 Kilo, leistet in der Spitze 55 Newtonmeter und hat eine maximale Leistung, und das ist super spannend, von 600 Watt. Das heißt, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, das heißt nämlich, der leistet genauso viel an mechanischer Leistung wie ein Bosch Performance CX, also ein Performance-Motor. Heißt im Klartext, wenn man das passend einstellt, gibt es mit diesem Leit-EMTB richtig, richtig, richtig viel Uphill-Flow. Was ist mit anderen Leit-EMTBs, die vielleicht mit einem Fazua oder TQ-Motor ausgestattet sind, weniger gibt. Also da muss man schon sehr fit sein. Hier funktioniert das auch für die nicht 100% fitten Leute. Also es macht schon vielleicht deutlich mehr Spaß als andere Leit-EMTBs, aber das checken wir noch. Das waren die Hard Facts zum M1 EN400SX. Wie sich das Ganze auf dem Trail fährt, das haben wir natürlich ausprobiert. Ich würde sagen, kommt einfach mal mit. Im Uphill zündet der Bosch SX-Motor einen Turbo, den man bei Leit-EMTB, die von anderen Motoren angetrieben werden, so nicht kennt. Kraftvoll, als würde ein CX-Motor anschieben, geht es hier schnell und flüssig den Uphill hinauf. So muss sich ein Leit-EMTB anfühlen. Ruppige Passagen lassen sich mit dem M1 EN400SX geradezu glatt bügeln. Das Fahrwerk ist, trotz 170 mm an der Front, relativ straff, passt aber gut zum Einsatzgebiet eines Vollgasboliden. Mit einem langhubigen Enduro moderate Trails ballern geht das, aber sicher. Wenn das Fahrwerk passend abgestimmt ist und der Motor eine Charakteristik hat wie der Bosch SX, dann geht es allemal und macht so richtig, richtig, richtig viel Spaß. Einzig die schweren Reifen, die sich doch etwas träge beschleunigen lassen, trüben den Spaß auf dem Trail. Mit dem EN400SX hat M1 Sporttechnik einen echten Knaller im Programm. Leicht, kompromisslos und mit allem ausgestattet, was ein potentes E-Enduro braucht.
Kommen wir zu unserer eingangs gestellten Frage, ob das EN400 SX das beste M1 E-Bike aller Zeiten ist. Die Antwort lautet, ja, irgendwie schon. Die Geometrie ist modern, der Carbonrahmen schlank und mehr en vogue, mainstreamiger und konsumiger als die anderen Modelle der Marke, die mit einem sehr eigenwilligen Design schon immer für ein gewisses Aha sorgten. Anders beim M1 EN400 SX. Dieses E-Enduro sieht richtig sexy aus, punktet auf dem Trail mit agilem Handling, spornt zu hohen Geschwindigkeiten an und bringt alles mit, was Bikes dieser Gattung brauchen. Bis auf die schweren Reifen haben wir an diesem Light-EMTB fast nichts auszusetzen. Das war unser Test vom M1 EN400 SX. Wenn euch der Test gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ihr könnt den Kanal natürlich auch gerne abonnieren, weil nur so kriegt ihr die neuesten News von EMTB News und die ganzen Tests von den ganzen neuen E-Bikes, die wir so testen übers Jahr hinweg. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, bleibt elektrisch.